Ich glaube, wenn die sich nicht austoben können, dann haben sie auch ein Problem. Und ja, ganz ehrlich, die Speisehalle, die mache ich auch nicht mehr so groß. Ach, eine Human Caravan. Keine Armor bin, aber eine Finish Goods bin. Mann, sind viele Finish Goods Bins hier. Ich bin ja auch gerade dabei, ordentlich was an. Sachen zu herstellen. Ja. Warum? Lauft ihr dahin? Was habt ihr denn vor? Mann, Mann. So, Diplomatie, okay, wir brauchen eigentlich nichts. Blocks und Quiver. Okay. Wir müssen auf jeden Fall Nahrung kaufen, also Fleisch. Ich frage mich gerade, essen die Leute die Plump-Helmets?
Wir nehmen alles, was ihr am Fleisch habt. Ist mir gerade egal. Wir nehmen euren gesamten Fisch. Wir nehmen eure Plants, weil wir brauchen Zeug zum Verbrauen. Ja. Ja. Ob wir euren gesamten Käse auch nehmen? Ach, warum nicht? Figuren sind prohibited, dann verkaufen wir die auch nicht. Was kann eine Weile dauern, bis wir hier alles Mögliche reingeschmissen haben. Zum Glück haben wir ja genug zum Verkaufen. Pff. Dummdi-dummdi-dumm. Na. Mark all. Mark all? Na. An Mark all. Ich habe aus Versehen rechts geklickt. Warte mal, wenn ich Mark all mache, ne. Da ist ein bisschen zu viel Profit dahinter. Was passiert eigentlich, wenn ich die anklicke? Okay. Wenn ich die anklicke und das da rausnehme, dann wird das. Ja. Okay. Das finde ich ein bisschen doof. Ich bin aus Versehen auf die rechte Maustaste gekommen. Und habe dadurch das Fenster geschlossen. Dieses Fenster sollte man nicht mit der rechten Maustaste schließen können, damit sowas nicht passiert. Vor allem, weil es keine Möglichkeit gibt, alles anzuwählen und dann nur Sachen abzuwählen, die man nicht verkaufen möchte. Also, das Spiel hat noch einiges an Verbesserungspotenzial, muss ich leider sagen. Ich habe mir von der Steam-Version da schon ein bisschen mehr erhofft an der Stelle, aber ich bin optimistisch. Ich meine, Dwarf Fortress ist immerhin eins meiner liebsten Spiele. Auch wenn ich schon lange kein Let's Play mehr davon gemacht habe. Aber wir haben doch schon ordentlich Zeit reingeholt. Ach so, Socken nicht. Ich glaube, wir sind schon so bei 25 Stunden, was dieses Let's Play hier geht. Die dumm.
Na komm, werfen wir mal eine Socke mit rein, eine kaputte, mal sehen, ob er sie nimmt. Und Max sollten wir eigentlich auch nicht verkaufen. Kein Problem, wenn wir aus Versehen welche ausgewählt haben, dann machen wir einfach mal neue. Sollten wir eh machen. Ich sollte allgemein mal weiter unten irgendwo einen neuen Finished Goods Stockpile hinmachen, wo ich die ganzen Nicht-Craft-Sachen, also solche Sachen hier lagere. Dass hier oben wirklich nur solche Sachen gelagert werden. Dann könnte ich nämlich auch die Kisten mitverkaufen. So, gehen wir mal für den Trader auf so 50% Profit. So. Oder am besten die Kiste hier noch. Also alles, was in dieser Kiste ist, was nicht in irgendeiner Weise prohibited ist, ein Artefakt ist oder kein Gegenstand, den wir verkaufen wollen. Es wird langsam anstrengend, die Klickerei. So. Trade. Gut. Habe ich aus Versehen Waterskins verkauft? Das wäre jetzt ein bisschen doof, aber ich habe sogar Wutzblitz. Egal. No Trader. Und mach Essen. So. Hier sind sie immer noch bei der Arbeit. Keine Migranten diese Saison. Mach mal 20 neue Leatherbags. Wir haben nicht genug Leatherbags, so wie es aussieht. Oder Bags halt allgemein.
Oh, sagt bloß, die Knochen werden langsam weniger, aber nö, hier sind noch jede Menge im Butchers Workshop. Ah, je, bin ich. Das können wir übrigens auch mal wieder zumachen. Ich brauche hier drei und hier eine Tür, also gebe ich auch mal gleich Türen in Auftrag. Rockdoor. Davon brauche ich allerdings nur vier. Nee, ein Dungeon ist ein extra Ding. Dungeon. Wie viele Cages habe ich denn? Oh, ich habe sogar sechs Cages da rumstehen. Ja, Tatsache. Wie sieht mein Holz aus? Na, könnte besser sein. Okay, da bin's hier nichts bringen, nehme ich die mal wieder weg. So, jetzt können wir hier einen Dungeon einrichten. Dungeon. Kann ich den auch so einrichten? So, Dungeon ist fertig. Dann hat unser Dungeon Master ja was zu arbeiten. Okay. Closed Case, Cold Cases, Intelligence, Convicts, Fortress. Gut.
Aber ich würde sagen, es ist mal wieder an der Zeit zu speichern. Also pausiere ich, Save and Return to Title. Dumm-di-dumm. Und dann machen wir an dieser Stelle erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.